Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3D, denn die spielt das. Ich möchte heute mal mit euch mit einem Fernverkehrszug nach Osnabrück fahren, wenn es das überhaupt möglich ist. Ich hoffe, das ist möglich. Hier kommt RB und RB, RB und RB. Jetzt schauen wir mal weiter. Übrigens der Hauptbahnhof, die Halle hier in Bremen. Ja, schauen wir mal, was hier kommt. RE, RB, RE, RE. Ach, ist nicht einfach. Mal weiter. RB, 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 RB. Hier fährt RE, 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 RB. Also ich glaube, einen Fernverkehrszug hier zu bekommen, ist echt schwierig. Hier fahren die. IC 2029 um 16.44 Uhr. Der BIC. Also hier kommt auf jeden Fall gleich ein IC reingefahren. Osnabrück, Münster, Dortmund. Ja, mit dem werden wir wahrscheinlich nicht viel Spaß haben. Weil wir natürlich nicht Osnabrück fahren können. Kommt noch ein EE reingefahren. Ach, wisst ihr was? IC und so sind wir schon so oft gefahren. Fahren wir doch einfach mal RE. Was fährt der denn hier ab überhaupt? RB 16.43 Uhr, also gleich. Oder was war das? 16.53 Uhr. Ist der das? Wird der wohl sein, ne? Auch ganz schön spät. Auch eine erste Klasse. Oh, hier ist das Fahrradabteil. Wie ihr seht, das auch öffnen. Ja, perfekt. Das ist wahrscheinlich in den Zugbegleitersitz setzen. Ja, mega. Wie geil ist das denn? Zu machen. Ha, ist das geil. Die Fenster nicht öffnen. Ich habe keine Erlaubnis, diesen Zugdienst zu fahren. Gut, dann lassen wir das halt. Schließen die Tür wieder. Ach,
schauen wir mal, ob der überhaupt eine erste Klasse hat oder nicht. Mal bis zum Ende. Eigentlich hier, kann man hier irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Ja, Wagenlicht ein. Ups. Ah, das lassen wir mal lieber an. Hier ist die Toilette, wo man leider drauf kann. Der ist gut gefüllt, der Zug, also Wahnsinn. Wahrscheinlich alles Berufspendler, die jetzt nach Hause wollen. Ist alles zweite Klasse. So, hier ist Schluss. Die Tür kriegt man nicht mehr auf. So, 53, das ist ganz schön spät. Mal was vor. Ich bin jetzt mal böse. Weiß nicht, ob das geht, aber weiß. Wahrscheinlich geht das nicht. Bin gespannt, was dann passiert. Ups, da habe ich doch gleich abgekuppelt. Jetzt mal gespannt, was... Ich auch abgekuppelt. Bin aber auch böse. Wie fährt der denn hier ab? Uhr 16:36. Das ist unmittelbar. Dann machen wir mal Folgendes. Geh doch mal aus dem Weg. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert, wenn wir losfahren wollen. Einfach nur reine Neugier, was dann passiert.
Müsste ja gleich soweit sein. Ob die dann alleine losfährt? Oder ob wir wie von Geisterhand wieder angekuppelt sind. Das würde mich einfach mal interessieren. So, noch 30 Sekunden. Passiert nichts. Ach, jetzt gehen die Türen zu. Und wir fahren. Wäre das auch passiert, wenn ich den abgekuppelt gelassen hätte? Wahrscheinlich. Setzen wir uns einfach mal hin und schauen mal, was passiert. Fahren wir schön durchs Bahnhofsvorfeld. Sehr schön. Aber wahrscheinlich ist dann eh gleich wieder Schluss hier, weil wir in einen nicht dargestellten Bereich kommen, würde ich jetzt einfach mal tippen. Aber noch fahren wir. Ah, ein bisschen Endbank fahren, ist doch schön. So, das haben wir dann. Das war klar. So, das ist das Ende der Reise. Mitten im Nirgendwo. Bin auch noch runtergefallen. Können wir so ein bisschen durch die Stadt laufen. Ach, ist das schön. Brems Vororte. Göttlich. Schaut euch das an, wie weit wir laufen können. Das ist ja der totale Wahnsinn. Eine Stadtspaziergang machen. Das ist ja der totale Hammer.
So, meine lieben Leute, das ist also Bremen. Schaut es euch gut an. Allzu oft kommt so ein Stadtspaziergang nicht vor. Das sag ich euch gleich. Wahnsinn. Das ist ja echt Wahnsinn hier. Laufen wir mal einfach Richtung Fernsehturm. Gucken wir, wo wir dann ankommen. Jetzt schon weit hier der Weg. Naja, ich glaube, es fehlt heute nichts mehr. Ich weiß doch überhaupt nicht, wo ich hier bin. Ich könnte auch glatt als Landstreicher durchgehen hier. So, das scheint hier ein Fußballplatz oder sowas zu sein. Eingezäunt. Ich weiß es nicht. Ganz nicht. Tennisplatz. Ein Tennisplatz ist das. Ja. So, Tennisplatz. Soll es geben. Wisst ihr wohl vielleicht, wo der Hauptbahnhof ist? Ich weiß es leider gerade nicht. Wer sich in Bremen auskennt, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Da fahren Züge. Da sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Boah, wir haben Grün. Laufen wir einfach hier rum. Ich soll ein bisschen mehr Licht. Auch mal. Tja, wo ist jetzt der Hauptbahnhof? Wieso komme ich denn jetzt da nicht? Was geht denn jetzt ab hier? Ey, ich komme nicht mehr. Ich kann da nicht drauflaufen, auf der Straße nicht. Wie komme ich denn zum Hauptbahnhof? Kann mir das mal jemand erzählen? Nicht, dass sie denkt, ich mache das extra. Ich kann nicht weiter nach links rüber, ne? Ich muss durch die Häuser hier laufen. Ich komme da nicht drüber. Irre. Echt. Jetzt erst. Wahnsinn. Da komme ich auch nicht lang. Tja, ich bin lost in Bremen, würde ich sagen. Wenn mir irgendjemand sagen kann, wie ich da zum Hauptbahnhof hinkomme, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann hier leider nicht mehr langlaufen. Ich könnte da langlaufen, weiß aber nicht genau, wo es da hingeht. Ja. Wenn es euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bleibt aus Bremen. Bye. Bye.